Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Nerditech Unboxing. Heute mit dem zweiten Produkt in unserem Haushalt von der Firma iRobot, nämlich dem iRobot Brava, einem Floor Mopping Robot, also quasi ein kleiner Wischroboter, wie man auch am Bild, glaube ich, schon ganz gut erkennen kann. Heute, hier und jetzt, wie gesagt, nur ein schnelles Unboxing und dann werde ich mich wie bei unserem Roomba, den ihr jetzt oben über die Infokarte natürlich verlinkt findet und auch unten in der Videobeschreibung, erstmal ausführlich mit dem Produkt beschäftigen und dann so in 3, 4 Wochen vielleicht, wenn ich mal wieder Zeit habe, ein ausführlicheres Review abgeben. Also, packen wir das Ding doch einfach mal aus. Zuallererst gucken wir einmal, was wir so an Informationen auf der Box haben. Ich hoffe mal, die Kamera spielt mit. Das ist verkehrt rum, aber da steht sowieso das Gleiche drauf. Gucken wir also hier, wie beim iRobot Roomba, auch einmal auf die Seite. Was ist überhaupt im Lieferumfang? Der Brava selbst, haben wir ja Glück gehabt. Da sehen wir direkt mal die Abmessungen. Einmal die Höhe, ungefähr 7,9 cm. Ich habe schon geguckt, unten an gewissen empfindlichen Stellen, leider so 3-4 mm zu viel. Ich sage nur Heizkörper. Breite 21,6 und das bei gerade mal 1,6 Kilo. Also der ist schon im gesamten Package wesentlich kleiner, kompakter und auch leichter als der Roomba. Dann bekommen wir einen North Star Navigation Cube. Das ist die Navigationsart des Brava, der also im Vergleich zu der Roomba oder Scuba-Serie mit System quasi den Raum abfährt und auch scannt. Da komme ich ja beim Review nochmal in aller Ruhe zu. Ein Netzteil, zwei wieder benutzbare Mikrofasertücher und zweimal zum Moppen, also quasi Trockentücher und einmal Mopping, also Nasswischtücher. Und dann zwei Cleaning Pads, weil das eine ist ein ganz normales, da könnt ihr drunter klemmen, was ihr wollt. Der Brava ist zum Beispiel auch benutzbar mit einer bestimmten Serie von Swiffer-Tüchern, die bedeutend billiger ist, als sich hiervon irgendwelche nachzukaufen. Das gilt leider nicht für die gesamte Serie. Es gibt ja auch den Brava Jet, den ich jetzt hier einfach mal kurz oben links einblende. Das ist der neue Brava Mini-Roboter, der noch kleiner und kompakter ist, aber leider auch einige Nachteile mit sich bringen, gerade beim Thema Akkulaufzeit und eben was diese Pads hier angeht. Und dann haben wir einmal das Pro Clean Reservoir Pad, das ist hauptsächlich zum Nasswischen. Da könnt ihr hier oben, das sieht man schon, so ein bisschen Wasser nachfüllen, dass er dann kontinuierlich beim Mobben auf beim Moppen auf den auf das Tuch hier oben aufbringt, ne, auf dieses Feuchtwischtuch. Gucken wir uns aber gleich nochmal an. Und ein Turbocharge Cradle ist jetzt auch dabei. Es ist nämlich der Brava 390T, der alte war der 83er, bei dem, wenn ich mich recht entsinne, genau das noch nicht dabei war. Gucken wir einmal noch hinten drauf, da sehen wir nichts Spannendes, deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt lieber mal in der Box an. Kleiner Moment, ich hole mal eben ein Messer. So, ganz einfach hier. Zack, wofür hat man sonst einen Cutter im Haus? Nicht wahr? Einmal aufmachen. Und jetzt gucken wir mal, ich habe es heute mal mit etwas natürlicherer Belichtung wieder versucht. Ich weiß, gibt es selten, aber stehe quasi bei mir auf dem Schreibtisch, den ich dafür extra komplett geräumt habe, weil diese natürliche Belichtung direkt unterm Fenster doch angenehmer ist, als hier und da immer wieder mit dem, mit unserem Spieltisch aufzunehmen. Das ist mir bei den letzten Videos ein bisschen um Keks gegangen mit der Farbe. Ihr erinnert euch da sicher so an die kleine Handyhülle und so weiter. So, einmal hier oben im Deckel erstmal, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, ist aber auch nicht schlimm, ist ein Papierfach. Na, Moment. Da, seht ihr das? Da ist, gehe ich mal von aus, einfach nur die Bedienungsanleitung drin. Nicht wahr? Allerdings ist der Brava, wenn ich das bisher so richtig gesehen habe, sowieso von der Bedienung her relativ sehr simpel und selbsterklärend. Hier haben wir die Floor-Mopping-Tücher. Einmal. Zweimal. Und, achso, nee, Quatsch, die kommen, glaube ich, zusammen, ne? Genau, Entschuldigung. Da seht ihr es. Einmal blau, einmal weiß. Weiß ist trocken, blau ist feucht. Und das genau zweimal. So, das hier ist unser North Star Navigation Tube. Gucken wir uns auch mal einmal an. Ich sehe den ja heute auch zum ersten Mal. In person, sozusagen. Der ist also dafür da, den Raum quasi abzuscannen. Und schafft dem Brava dann, wenn ich das mal so ganz grob erklären kann, ein quasi Indoor-GPS-Navigationssystem. Er schießt dann hier oben so zwei kleine Punkte an die Decke für den Brava. Die kann der Brava dann sehen und scannt sich dadurch den Raum. Also er weiß nicht, ob vor ihm irgendwelche Hindernisse auf dem Boden stehen, aber er kennt zumindest schon mal
die laut der Decke Abmessungen des Raumes und kann dementsprechend eben sein Fahrplansystem aufsetzen, ne? Und fährt dann so in Schlangenlinien ganz systematisch den Boden ab, umfährt natürlich auch Eventualitäten wie Stuhlbeine, Tischbeine und so weiter. Relativ klein. Die nötigen Batterien hier unten sind schon drin. Nein, die sind aber auf jeden Fall mitgeliefert. Sehe ich nämlich da unten drin schon. Jawohl. Frag mich jetzt bitte gerade nicht, was das nochmal für welche sind, aber ihr werdet es wahrscheinlich gerade sogar besser wissen als ich. Peinlich, peinlich, aber sind auf jeden Fall dabei, ne? Zwei Long Life Duracell Batterien kommen dann in diesen Navigation Cube und dann könnt ihr den hier oben einmalig anmachen über diesen Knopf. Dann blinkt hier vorne einmal die LED und dann ist das Ding auch schon an. Hier, Welcome to GPS for your floors. Ne, da erkennt das auch, wie das Ganze funktionieren soll. Cube Tipps, wo man ihn am besten aufstellen soll, lesen wir uns auch direkt einfach einmal durch. Place Cube on a surface where it has a clear view of the ceiling. Ja, also am besten irgendwo so auf halber Höhe, sagen wir mal einen Wohnzimmertisch oder sowas oder irgendwo unauffällig an ein Regal, aber eben so, dass er am besten die Decke des gesamten Raumes sehen kann. Also nicht irgendwo auf so eine Vitrine in der Ecke, wo dann der halbe Wandschrank noch daneben steht. Relativ simpel. Macht ja auch jetzt so optisch, wenn wir diesen schwarzen Streifen gleich mal abmachen, keinen so schlechten Eindruck, dass man denkt, boah, nee, den will ich jetzt aber nicht permanent da stehen haben. Ansonsten, press the power button, klar, einmal anschalten. Point cubes blinking blue light toward the center of the room, jawohl. Und, also das ist dann diese LED hier, die sollen wir dann in die Mitte des Raumes ausrichten. Hoppala, Autofokus. Dann können wir den Brava in seiner Nähe irgendwo anmachen. Und the cube's blue light will turn solid when Brava connects to it. Das heißt, wenn die Verbindung zwischen dem Cube und Brava aufgebaut ist, dann hört diese LED hier auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. Relativ simpel hier oben nochmal als Pfeil gekennzeichnet, damit wir auch Bescheid wissen. Und da packen wir dann gleich die Batterien rein. Das alles aber, wie gesagt, soll hier gar nicht Teil des Unboxings werden heute, sondern das werde ich euch wahrscheinlich auch im Review erst zeigen. Hier haben wir dann einmal die beiden Pads, die unten drunter geklemmt werden. Hoppala. Schauen wir mal weg. Das ist einmal das Pro Clean Reservoir Pad. Zack, packen wir direkt hier alles aus. Schwupps, da seht ihr also, was ich meinte. Ne? Hier oben könnt ihr das Wasser reinfüllen. Wenn ihr wollt, auch mit ein bisschen Reinigungsflüssigkeit. Je nachdem, was ihr da für gewöhnlich immer so benutzt. Jetzt seht ihr hier unten schon den Ansatz. Und mehr ist das schon nicht. Hier würdet ihr also das Tuch drum spannen. Und hier über die Kapillarwirkung des Wassers wird dann so ganz langsam immer wieder Wasser an das Tuch abgegeben, damit es eben während des gesamten Reinigungsvorgangs auch feucht bleibt. Also mehr macht er nicht. Er mobbt ja nur. Ist jetzt nicht so wie beim Scuba, der also hier den Boden so richtig nass macht. Dementsprechend, wem das jetzt noch nicht klar war, ist der Brava auch durchaus geeignet für Echtholzböden, Parkett, Laminat und so weiter. Während der Scuba teilweise wohl, wenn er ein bisschen unsauber arbeitet, viel zu viel Wasser zurücklässt, was man dann bei Echtholz vielleicht nicht riskieren sollte. Ne? Das kommt dann irgendwo so in die Fugen, die dann doch hier und da immer mal wieder auftreten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Boden schlecht verlegt ist oder so, sondern das kommt einfach vor. Und wenn euch dann das Holz aufweicht, eher unschön. Hier sehen wir die Schnellladestation, die zwar nachweislich den Brava schneller lädt, aber ansonsten überhaupt keine Funktion hat. Ne? Hier kommt der Netzstecker rein, den könnt ihr, zeige ich euch gleich, auch direkt in den Brava stecken. Allerdings ist es tatsächlich so, dass dann, wenn ihr den Anschluss direkt am Brava nutzt, das Ganze wohlweislich länger dauert. Genaue Zeiten habe ich jetzt gerade nicht im Auge, kann ich aber hier auch einfach mal unten links einblenden. Und dann haben wir hier noch den Brava selbst. Jetzt suche ich aber eigentlich noch... Achso, das andere ist schon drunter. Logisch. Irgendwas muss ja auch schon drunter sein. Hoppla. Ui, doch ganz schön schwer. Ich hätte es gar nicht gedacht. Also. So, Karton mal eben weg. Hoppala. Scheinbar ein sehr kompakter kleiner Mann, muss ich sagen. So, das ist er also, der gute Wischroboter. Machen wir das mal ab. Dann ziehen wir, oder nee, gucken wir uns ihn erstmal einfach so an. Hier unten drunter seht ihr das Trockenwischpad. Wie macht man das Ganze dran? Das ist magnetisch. So, zack, so einfach ist das. Jetzt stellen wir ihn mal hin. Gucken uns noch einmal kurz das Trockenpad an.
Hier könnt ihr also, wie gesagt, auch diese Swiffer Wet and Dry oder so heißt die Serie, glaube ich, einfach reinklemmen oder eben die mitgelieferten Trockenputztücher. Moment. Wollen wir direkt mal einmal zeigen, wie die Installation funktioniert. Das sind also hier die mitgelieferten Tücher. Da seht ihr schon, das, was hier noch so eine etwas rauere Fläche hat, ist logischerweise das Feuchte. Nicht wahr? iRobot, die sind wie gesagt waschbar und dementsprechend wiederverwendbar. Und das hier ist das Trockene. Was macht ihr damit? Relativ simpel. Einmal kurz beiseite. Ihr legt das Tuch einfach, ihr habt sogar anhand der Nähte, könnt ihr schon so ein bisschen erahnen, wie es liegen muss. Naja, mittig ist klar, ne? Legt es hier einmal so drüber, dreht das Ganze um und dann drückt es hier einfach so in diese Naht einmal rein. Zack, und schon hält das Ganze relativ solide. Da seht ihr das auch nochmal in Bildern beschrieben, sehe ich gerade. Ne? Warum einfach machen, wenn es auch kompliziert geht. So, und wenn ihr das Ganze dann hier drunter habt, dann nehmt ihr den Brava einfach hoch und dann ist auch, soweit ich weiß, sogar egal wie rum, zack, metallisch hält das Ganze fest. So einfach ist es. Hier vorne seht ihr den kleinen Sensor, den Anstoßsensor. Auch der Brava versucht natürlich möglichst sanft gegen eventuelle Hindernisse zu fallen, hat unten drunter zwei Absturzsensoren, die er eigentlich haben sollte, hat hier zwei Rollen. Dieses rote Ding hier müssen wir auch rausziehen. Zack, Nummer 1. Hier ist der Tragegriff. Wo viele schon sagten, naja, den finde ich jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig. Warum ist der nicht einfach oben drauf angebracht? So zum Hochheben ist es schon blöd. Man muss sich da ziemlich tief bücken. Ja, ne, aber ganz ehrlich, wir haben ja schon so ein Ding, damit wir uns das Putzen an sich sparen können. Dann können wir uns auch einmal runterbiegen und den hochheben. Ups, machen wir hier einmal ab. Eins, dann ziehen wir das hier noch raus, behaupte ich mal, ne? Jawohl, das ist einfach nur die Sperre, damit dieses relativ gut bewegliche Fahrgestell hier während des Transports nicht irgendwie kaputt geht. Auch ganz praktisch, hier oben drüber haben wir noch eine kleine Plastikabdeckung. Sexy. So, einmal ganz kurz zu den beiden Modi, die der Brava unterstützt. Genauso intuitiv, wie er euch bis jetzt vorkam, ist er nämlich auch in der Bedienung. Er hat einen Anschalter, einen Nasswischschalter, das erkennt ihr an dem Wassertropfen, und einen Besen, also einen Trockenwisch- oder auch Staubwisch-Fege-Modus sozusagen. Mehr hat er definitiv nicht. Das Clean- oder Pro-Reservoir-Pad funktioniert an sich genauso wie die anderen auch, hat nur hier oben drauf einen Klettverschluss. Ne, im Vergleich zu diesen Klemmen von dem Trockenen hier müsstet ihr also bei dem Nassen das Ganze so machen. Moment, die sind, sehe ich gerade, wenn ich das richtig erkenne, auch geschützt, richtig? Ach nee. So, hat hier also einen relativ feinen, muss ich sagen, habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, aber einen relativ feinen Klettverschluss. Ne? Auch hier, zack, das Ganze. Oh. Naja, so fein scheint er ja doch nicht zu sein. Das Ganze mittig drüber, einmal umschlagen und dann, na, lass los. So. Zack. Und einmal schwupps und einmal schwupps und fertig. Ne? Hält 1A und dann klemmen wir das Ganze hier drunter. Ups. Hält wunderherrlich. Jetzt gucken wir mal, spaßeshalber, nur fürs Ende sozusagen des Unboxings, ob er auch angeht. Jawohl, er geht an, hat aber ansonsten auch keine Anzeige. Also dieses schöne kleine schwarze Fenster hier ist wahrscheinlich schon da für Status-LEDs, könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie angezeigt wird, hey, mein Akku geht langsam leer oder so, aber mehr nicht. Optisch, Verarbeitung, erster Eindruck. Genau wie ja die Marktführer der Roomba-Serie auch. Ein sehr durchdachtes Produkt, wie ich finde. Wie genau das hier mit der Northstar-Navigation funktioniert, das erfahrt ihr alles im Review. Was alles in der Box ist und vor allem, wo ihr den besten Preis findet.
Das habe ich jetzt einfach mal unten verlinkt. Das Ganze ist relativ tagesaktuell. Ich habe ihn also nicht von iRobot selbst gekauft und auch nicht von Amazon, was jetzt vielleicht so am offensichtlichsten scheint. Was meine Tipps oder beziehungsweise ja, meine Kaufempfehlung zu diesen Tüchern hier angeht und was ich hier mit diesen Swiffer Wet and Dry, was auch immer Tüchern meinte, die verlinke ich auch, euch auch unten in der Videobeschreibung, Entschuldigung. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, ne? Unten, hier seht ihr noch eine kurze Bezeichnung, wie die Batterien hier rein müssen. Und dann warten wir mal, ob der Brava die nächsten Wochen denn genauso erfolgreich beim Moppen und beim Wischen ist, wie der Roomba sich bisher mit unserem Staubsaugerersatz getan hat. Das Review dazu findet ihr auch jetzt oben über die Infokarte. Mein bisheriger Erfahrungsbericht ist durchweg positiv und dementsprechend sind auch meine Erwartungen an das nächste iRobot-Produkt hier. Deswegen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, der Ton ist jetzt mit Sicherheit nicht so ganz ideal gewesen. Aber jetzt, wo ich hier gerade alles so habe, wo ist das Netzteil hingeflogen? Fällt mir gerade so auf, das fehlt noch, aber das wird da auch noch irgendwo im Karton sein. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Nerdy Tech. Euer Jens von Nerdy Talk.